So, Freunde, da sind wir wieder, ne? Weiter geht's mit Pokémon. Die Kasper ist hier, haben wir alle abgearbeitet. Ich erinnere euch nur an Blasius. Was für ein Honk. Und hier geht's weiter. Hekidi, lass uns kämpfen. Alert. Oh Gott, die Namen werden auch immer schlechter. Alert. Ich glaube, die haben da einfach bloß auf der Tastatur rumgehämmert und irgendein Name ist dabei rausgekommen. Aber bin ich sicher, dass die irgendwie auch auf die Idee hätten kommen können. Es gibt ja irgendwie mal ein Buch für Babynamen oder was. Da hätten sie einfach mal reinschauen können und schon hätten sie ein paar brauchbare Namen gehabt, die man auch irgendwie wiedererkennt und sagen könnte, ach ja, mein Kind kann ich ja auch so nennen. Na gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das Spiel ja eigentlich auf Kinder abgesehen ist. Aber trotzdem, ich meine, welches Kind will schon Namen lesen. Alert. Um Gottes Willen. Wenn es wirklich ein Kind gibt, das so heißt, ist ja furchtbar. Bedauernswertes kleines Wesen. Du hast mein Mitgefühl, Alert. So, nächster Kandidat. Herr mit deinen Herr mit deinen Moneten, wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Bin ich hier ausgeraubt oder was? Naja, verlieren tue ich sowieso nicht, also muss ich mir Arne. Na gut, Arne geht noch, glaube ich. Oder? Ja, Arne ist noch okay. Body Slam. Und da haben wir schon wieder das Problem, dass mit die Attacken langsam ausgehen. Aber wir haben es ja fast geschafft. Ja, relax, erreicht Level 38. 39 wäre zu schön. Na gut, wechseln wir mal hier zu Domina, wegen Bohnenattacken. Nutzt du einmal als ein Gift-Pokémon. Boah, und Schissleimer, das war's für dich. Versinke Boden. Ach, lassen wir mal Domina noch einen letzten Smogmog erledigen. So, jetzt kommen hier Mädels. Du bist ein schlaues Kind. Ich wusste, dass du ein Mädel bist. Ja, ich bin schlau. Knuddelhof. Oh, ja, da wechseln wir mal. Ach, setzen wir mal Magic ein, der braucht auch noch ein paar bisschen Erfahrung. Der ist jetzt momentan unser... Ja, sorry Magic, ich hatte für dich noch keine Verwendung. Das wird dir nicht viel bringen, Knuddelhof. Ich habe zwei Attacken, die dich schauen, ohne dass ich dich wegen Schambolzen mag.
Giftpuder muss sowieso bis einmal wirken. Yep, schon haben wir sie vergiftet. Und ich habe sie nicht einmal angefasst. Oh, tschüssi, Knuddi. Ilona. Ich trainiere Pokémon, weil ich allein lebe. Ist nicht mein Problem. Hättest du ja bei Mama und Papa bleiben können. Oh, ein Bisasam. Kopfnuss. Und tschüss. Das war Bisasam. Jetzt müssen wir Pokémon wechseln, denn wir haben leider Gottes, glaube ich, keine Attacke mehr, außer Psychokinese oder so. Und die ist ja nun wirklich nicht besonders doll. Nochmal Stärke. Und tschüss, Bisasam. Hier ist noch einer. Wunderbar, dann kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Duflor. Ich habe noch Zeit, zwei Psychokinese. Zwei Psychokinese. Naja, eins jetzt noch und noch zwei Pokémon zu besiegen. Ich bin mir nicht sicher, habe ich nicht noch eine Kopfnuss übrig? Vielleicht reicht die noch. Gundula, oh Gott. Oh. Okay. Das war jetzt schlecht durchdacht. Ja, ich dachte, ich hätte noch eine Kopfnuss, aber ich habe scheinbar keine mehr. Außer meine normalen Attacken. Macht nix. Schlafpuder ist doch nicht wahr. Säure. Ja, vergiften kannst mich schlecht. Und tschüss, Mirapla. So, jetzt muss ich ihn natürlich mit Relaxo austauschen, denn es hat ja keine Attacken mehr, die ich irgendwie hätte einsetzen können. Und Magic ist jetzt quasi auch mal ein bisschen mit Training gefordert. Für die letzten Trainer hier auf den paar letzten Metern. Meine Vögel erschaudern! Du musst wirklich sehr gut sein! Oh, danke. Ich liebe es, wenn man mir Komplimente macht. Aber ich werde dich trotzdem schlagen. Okay, Vogel-Pokémon. Weia. Ja!
Level up. Sehr schön. Jetzt haben wir ja fast alle auf Level 40, wa? Also, zumindest bis Level 40. Na, Attacke geht daneben. Schon wieder daneben. Setz mal Egelsamen ein. Ja, die ist mal nicht daneben gegangen. Triplette. Triplette geht auf Toilette. Wow. Mal ein bisschen mehr abgezogen. So, nochmal Giftpuder. Zum Glück haben wir davon so viele Attacken. Vielleicht bringe ich mir auch Toxin bei. Statt Giftpuder. Giftpuder? Oh ja, mal sehen. Hätte ich auch eigentlich gleich stark machen können, wa? Ja. Vitali. Ein Vogelfänger namens Vitali. Gab's da nicht einen aus der Werbung von Milchschnitte, der so sagte, Vitali? Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Ja, dann pfeif hier doch ein. Boah, ich bin zwar voll im Nachteil, aber durch den Volltreffer habe ich es erledigt. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Nein, ich habe nichts genommen, falls ihr jetzt die Idee gehabt habt. Boah, Flügelschlag, fuck the... What the hell, fucking... Na, ist doch egal. Denn halt unser Let's Play Markus, ne? Der schafft das auch. Tschüss, Taubsi. Ich sehe gerade, Let's Play Markus ist ja auch noch gar nicht Level 40. Ja, dann lassen wir ihn noch weitermachen, wa? Hab ich mich so in... verguckt? Wellen reiten. So, was haben wir denn noch im Angebot? Möchtest du mit meinen Pokémon spielen? Ja, möchte ich gerne. Lass mal sehen, Baby. Also die Ecke hier hinten ist echt trainerverseucht. Wenn ich jetzt noch zur Schneider dabei hätte, habe ich leider nicht. Dann hätte ich oben die Pokémon dann noch platt gemacht. Ich hatte Mauzi mit zur Schneider. Und das ist ja mal woanders. Oh, ich bin paralysiert. Magic
bekomme Punkte. Mirapla. Ach, noch drei Pokémon. Zwei jetzt noch. Ich habe aber so einmal Stärke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Mirapla ist auch erledigt. Für Tangela setzen wir mal Garados ein, unser Let's Play Markus. Hey, könnte ihm sogar ein Level abgeben. Ist ja nicht mehr viel, was da fehlt. Bedroher vermindert den Angriff von Tangela. Drachenwut. Tut selten gut. Nochmal Drachenwut. Und tschüss. Ja, Let's Play Markus erreicht Level 37. Wenigstens ein Erfolg. Roxana wurde besiegt. Und wir können endlich weiter nach Prismania, glaube ich. Ja, war die letzte Gegnerin. Zumindestens unterhalb. Oh, jetzt aber ganz fix ins Pokémon Center. Ui, und ins Pokémon Center. Hallo Joy, lass mal meine Pokémon heilen. So, das war Schwester Joy. Oh, ich dachte, hier geht's zu den Seeschauminseln. Vor dem Schwimmen muss ich mich noch aufwärmen. Tentacha. Ja, auf der Strecke Wassergift, würde ich mal sagen, gehört Tentara. Ist Magic, eine gute Wahl. Gerade auch zum Trainieren, denke ich. Ja, Level 38 erreicht. Peace. Muschas. Hatte doch vor. Wo haben wir es denn? Gedankengutbrüller Toxin. Oh, Let's Play Markus. Also alle könnten Toxin erlernen. Giftbuller. Ich habe zwar jetzt von Toxin nur 10 APs, aber macht ja nichts, ne? So oft brauchen wir es ja auch nicht, denke ich. Könnte aber ganz geil werden. Was haben wir denn noch so? Protzer, Verhöhner, Gigasauger, Frustration, Rückkehr, Durchbruch, Doppelteam, Schockwelle. Oh, wir wollten ja Schockwelle an Pokémon beibringen. Also ich würde mal sagen, es ist jetzt soweit, wir werden hier Erholung verlernen und ihm dafür Schockwelle beibringen. Was haben wir noch? Naja, falls wir doch eine Erholung brauchen, haben wir es hier. Anziehung, Raub, Stahlflügel, Wertwechsel. Gegnerischen Pokémon. Übernahme. Nö. So, nächster Patient.
Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Hitzekrampf wollte ich schon sagen, aber es steht ja Herzinfarkt da. Eine Herausforderung von Schwimmer Ernst. Ernst ist ein Zustand und nicht ein Name. Nee, ich kann immer bloß wieder Kopf schütteln, was die hier sich für Namen ausgedacht haben. Ich weiß, das hört ihr jetzt bestimmt schon ein paar Mal, aber hey, ist doch wahr. So, Rasierblatt. Wer kommt als nächstes? Stern, du. Nice Water Pokémon. Und tschüss. Hm. 116? Was ist das hier für ein Luschi-Betrag? So, liebe Freunde. Damit beende ich diesen Pokémon-Part. Im nächsten Part sehen wir dann, wie ich zur Seeschauminsel oder was ich wie die heißt, rüber schipper und unterwegs natürlich alles platt mache, was mir an Trainern über den Weg läuft. Freut euch drauf. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Tita Kenshi.